Leo Bertone, ich glaube, das ist ein Moment, wo wir uns klassisch alle schon ein bisschen zu früh gefreut haben, oder? Ja, im Fußball geht es bis zur letzten Sekunde, es kann immer etwas passieren. Und heute haben wir mal so ein dummes Gegner bekommen in den letzten Minuten. Wir hatten das Gefühl, der Bann der sei jetzt gebrochen, wir können wieder gewinnen, wir schießen vor allem wieder Goal. Und trotzdem haben wir am Schluss noch einen bekommen. Was ist passiert? Ja, wir hatten genug Chancen gehabt, für hier als Sieger vom Platz zu gehen. Wir hatten sehr viel hundertprozentig auf den Füßen gehabt. Und wenn man die halt nicht macht, dann wird es gegen jeden Gegner schwer. Ich glaube, man darf aber nicht der langen Reise jetzt von Kasachstan schulden, dass man heute vielleicht ein bisschen weniger hat mögen. Nein, sicher nicht. Ich finde, wir haben ein super Spiel gemacht, die Gegenpressing ist perfekt gegangen. Wir haben immer wieder ansetzen dort, wo wir wollen, immer hoch bleiben. Und wenn wir das Spiel bekommen, hat jeder gesagt, es wäre ein super Spiel gewesen. Wie wichtig ist jetzt, dass ihr zweiwöchige Pause habt von der Nationalmannschaft? Ja, wie wichtig ist, schwierig zu sagen. Man hat Zeit, um sich zu erholen, aber jetzt wir waren im guten Rhythmus, gewesen, immer wieder Matches gehabt. Wir haben angefangen, gut zu verteidigen, aber klar, jetzt haben wir genug Zeit, also die hier sind, super zu arbeiten, vor allem erholen. Und wir in der Nationalmannschaft, wir haben noch einen wichtigen Match und da müssen wir auch gewinnen dort. Also, dann wünsche ich mir dir viel Glück mit der Nation und nochmal Hopp IB. Merci. Hopp IB.